Der Atem geht ruhig und tief hinein in deinen Schoß. Anfang war das Licht und die Kraft der Manifestation. 4,5 Milliarden Jahre. Pure Schöpfungsenergie. Mächtige Wesen waren anwesend. Sie beaufsichtigten diesen gigantischen Schöpfungsakt. Pures Feuer, lodernde Vulkane, heiße Temperaturen, mächtiger Druck, alles kam zusammen. Im Anfang war das Licht und die Kraft der Manifestation. 4,5 Milliarden Jahre. Pure Schöpfungsenergie. Lodernde Vulkane, mächtiger Druck, und mächtige Wesen waren anwesend in diesem gigantischen Schöpfungsprozess. Himmel jubelte, denn ein neuer Planet entstand. Was für mächtige Kräfte in der Schöpfung. Pures Feuer, lodernde Vulkane, heiße Temperaturen, und mächtiger Druck, alles war bereit für die Geburt eines neuen Planeten. Kosmisches Feuer,
überall. Und dann entstand Planet Erde. Mama Gaia. Im Anfang war das Licht. Und dieses Licht bist auch du. Verbunden mit der Quelle von allem, was ist. Bist du geboren aus allem, was ist? Unter dem wachenden Auge von mächtigen Drachen. Milliarden Jahre. Pure Schöpfungsenergie in unseren Zellen. Kosmisches Feuer in unseren Zellen. Überall. Mächtige Drachen waren anwesend. Die Hüter des Feuers. Unter ihrem Schutz materialisierte sich das Licht. Wer bist du, geboren aus allem, was ist? Unter dem wachenden Auge von mächtigen Drachen. Verbunden mit der Quelle von allem, was ist. Im Schutze der Drachen, der mächtigen Hüter des Feuers. Im Anfang war das Licht. Und Materie entstand. Aus dem Chaos wurde ein neuer Planet. Mutter Erde.
mächtige Zeugungskräfte. Ein Fest im Kosmos. Wie jeder Wandel. Die kosmische Urflamme schöpft aus sich heraus. Unter den wachenden Augen von mächtigen Drachen. Und diese mächtige Energie ist auch in dir. Mächtige Schöpfungsenergie seit 4,5 Milliarden Jahren. Unter den wachenden Augen der Drachen, der Träger der lebendigen Urschöpfungsflamme. Mächtige Drachen im Dienste des Universums. Mächtige Drachen. Sie verleihen Stärke. Sie verleihen Kraft. Sie verleihen Mut. Sie verleihen Selbstbewusstsein und Schöpferkräfte und Manifestationskräfte. Und sie achten immer auf die Reinheit deines Herzens. Seit 4,5 Milliarden Jahren. Und jetzt kehren sie wieder zurück. Wir haben sie gerufen. Sie kommen wieder zurück. Sie sind wieder da, um bei der Geburt einer neuen Erde da zu sein. Mächtige Drachen. Sie fühlen ihre Energie. Atme hinein in deinen Schoß und lasse Heilung geschehen. Fühle dieses mächtige Liebesfeuer. Alte Schmerzen lösen sich auf, denn die Drachenenergie ist da und hilft dir bei der Bemeisterung deiner Urangst. Das, was jetzt ist, ist der Wandel. Passiert. Jetzt. Überall. Weltweit.
in unseren Körpern, in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken. In unseren Herzen, weltweit, überall, überall. Heilung fließt durch alle Zellen, denn die Menschheit erwacht im Bewusstsein. Sie sind wieder da. Wir haben sie gerufen. Genau für diese Zeit. Das, was jetzt ist, ist der Wandel. Ein neues Bewusstsein entsteht. Ein neuer Mensch entsteht. Eine neue Menschheit entsteht. Alle miteinander. Mächtige Transformationsenergien durchströmen alles. Ja, sie sind wieder da. Die Drachen. Wir haben sie gerufen, genau für diese Zeit der gigantischen Transformation der Menschheit. Jetzt. Heilung fließt durch alle Zellen. Vor allem durch dein Basischakra. Heilung fließt durch alle Zellen. Mächtige Drachen unterstützen dich. Du kannst sie fühlen. Atme tief hinein in deinen Schoß, in dein Wurzelchakra und lasse Heilung geschehen. Mächtige Drachen verleihen Stärke, sie verleihen Kraft, sie verleihen Mut. Selbstbewusstsein, Schöpferkräfte und Manifestationskräfte. Und sie achten immer auf die Reinheit deines Herzens. Heilung geschehen. Im Bewusstsein, sie sind wieder da. Wir haben sie gerufen. Als Menschheit.
für diese Zeit. Sie sind wieder da, um bei der Geburt einer neuen Erde dabei zu sein. Mächtige Drachen. Sie verleihen dir Mut und Stärke und Selbstbewusstsein für diesen Wandel. Fühle dieses mächtige Liebesfeuer. Alte Schmerzen lösen sich auf, denn die Drachenenergie erwacht in dir, in uns. Welch ein kosmisches Fest. Die Bemeisterung deiner Urangst. Und das Zurückkommen deiner Kraft. Bewege deinen Schoß. Heilung. Durch alle Zellen. Mächtige Drachen sind an deiner Seite. In Liebe. Wir haben sie gerufen. Jetzt sind sie wieder da, genau für diese Zeit. Genau für diesen Wandel. Jetzt ist. Genau jetzt. Für alle. Im Anfang war das Licht. Und mächtige Drachen manifestierten dieses Licht. So auch jetzt. Es werde Licht auf Erden, auf Planet Erde. Fühle dieses mächtige Liebesfeuer. Die Drachen sind zurück. Energie erwacht in dir, in uns allen. Eine mächtige Transformationsenergie durchströmt alles.
welch eine Gnade durch die Drachen beschützt zu sein. Denn viele Menschen schweigen. Viele Menschen sind in Angst. Aber viele Menschen stehen auch auf und stehen ein für ihre Freiheit. Auf dem ganzen Planeten öffnen sich jetzt die Herzen. Mitgefühl breitet sich aus wie niemals zuvor. Weltweit. Einzigartig. Überall gehen Menschen durch ihre Ängste hindurch wie niemals zuvor. Durch ihre Traumata hindurch wie niemals zuvor. Überall wachen Menschen auf wie niemals zuvor. Denn unser Bewusstsein entwickelt sich. Grundlage all unserer Erfahrungen. Die Grundlage des Verstehens, des Erwachens. Was geschieht? Wir wechseln die Frequenz. Alles wird neu geboren. Neue Gefühle, neue Gedanken. Neue Überzeugungen, neue Erkenntnisse, neue Handlungen. Welch eine Gnade durch die Drachen begleitet zu sein. Sie verleihen Stärke. Sie verleihen Kraft. Sie verleihen Mut. Sie verleihen Selbstbewusstsein. Enorme Schöpferkräfte. Enorme Manifestationskräfte. Denn sie sind sehr mächtig. Wir haben sie gerufen, genau für diese Zeit des Wandels. Im Anfang war das Licht und mächtige Drachen manifestierten dieses Licht. So auch jetzt.
sie sind da. Die Drachen. Wir alle haben sie gerufen, weil wir so weit sind. Sie sind da. Fühle die Resonanz in dir, in deinem Körper. In deinem Wurzelchakra, in deinem Schoß, in deiner Lust. Liebe haben wir nicht erfunden. Liebe ist das Einzige, das für uns spürbar ist. Und die Dimension von Zeit und Raum überwindet. Und das, was jetzt geschieht, ist der Wandel. Mächtige Drachen. Es werden immer mehr. Fühle die Kraft ihrer Flügel im dynamischen Strom des Lebens. Gebe dir Raum. Und sei achtsam. Im Anfang war das Licht. Dieses Licht bist auch du. Die Drachen waren immer da. Doch der Mensch missbrauchte ihre Macht. So zogen sie sich zurück. Eine Zeit. Denn Spaltung war nie ihr Ziel. Aggression war nie ihr Ziel. Ihr Ziel ist Mut und Stärke und Kraft. Das, was jetzt ist, ist der Wandel. Die Drachen entzünden in dir die heilige Flamme für diesen Wandel. Sie entfachen dein Basischakra, deine Schöpferkräfte und deine Manifestationskräfte. Deine Lust. So lasse dich entflammen. Sei entflammt und bleibe entflammt. Urschöpfungsflamme.
Bleibe im Feuer der Liebe. Nichts kann dieses Feuer löschen, wenn du in deiner Kraft bleibst. Die Flamme der Schöpfung ist mit dir, wo immer du auch bist. Und sie ist sehr mächtig. Ja, sie sind wieder da. Mächtige Drachen. Wir alle haben sie gerufen. Fühle die Resonanz in dir, in deinem Körper, in deinem Wurzelchakra, in deinem Schoß und auch in deiner Lust. Fühle das Feuer in deinem Basischakra. Fühle die Urflamme des Lebens. Diese Urexistenz der Schöpfung. Dieses Feuer. Fühle, wie sie dich emporheben in die höchsten Dimensionen deines Bewusstseins. Fühle die Flamme der Schöpfung, der Urschöpfung. Sehr mächtig. Und die Lichtdrachen übertragen die Energie von Stärke, Mut und Selbstbewusstsein. Bleibe standhaft und werde ein Gefäß des Dienstes. Dieses Gefäß dehnt sich aus mit großen, mächtigen Flügeln deines Drachens. Er begleitet dich über die Schwelle in eine neue Dimension deines Bewusstseins. Fühle diesen Mut, diese Kraft und diese Stärke in dir.
Bleibe im Feuer der Liebe. Bleibe entflammt. Nichts kann dieses Feuer löschen. Die Flamme der Urschöpfung ist mit dir, wo immer du auch bist. Denn das jetzt ist die Evolution. Und er ist wieder da. Führe deine Drachenpower. Führe sie in Demut und in Liebe für die neue Zeit. Gemeinsam mit vielen. Für